Ich bin Sabina Zweil und wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZKM, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Mit unserem Team aus den Abteilungen Wissen und Museumskommunikation bin ich für die Vermittlung und Gestaltung des Rahmenprogramms von Digilog@BW am ZKM zuständig. Unsere Fragestellung befasst sich damit, wie ein transparenter und barrierefreier Austausch zwischen Wissenschaft, Kunst und Öffentlichkeit geformt werden kann. Dies ermöglichten wir, indem wir die Mitgestaltung an der Digitalisierung zwischen verschiedenen Akteuren realisierten. Zu den Beteiligten gehören WissenschaftlerInnen, BürgerInnen und KünstlerInnen. Wir entwickelten Vermittlungsformate für die Forschungsfragen und Projekte von Digilog@BW und boten mit den Ausstellungen in der Digilog Lounge einen unmittelbaren Diskursraum im ZKM. Zu unseren Vermittlungsformaten gehörten Workshops, Live-Gespräche, Ausstellungen und Interviews. Unsere Diskursformate sind Corona-bedingt online und digital konzipiert. In einem Konglomerat verschiedener sozialer Medien wurden sowohl die Präsentation als auch die Partizipation gewährleistet. So stellten beispielsweise in der Digilog Lounge Digital ForscherInnen ihre Forschung in Kurzpräsentationen während YouTube-Live-Gespräche vor, die von der Telegram-Gruppe ZKM-Digilog Lounge begleitet wurden. Meet Digilog ist eine verkürzte Live-Talk-Serie auf Instagram. Während dieser Gespräche richteten ZuschauerInnen Live-Fragen an die WissenschaftlerInnen und konnten in Echtzeit miteinander interagieren. Weitere interaktive Formate sind der Podcast Digilog@BW, das digitale Panel Forschung, Kunst, Öffentlichkeit, welches durch BürgerInnenfragen initiierte Überlegungen an Wissenschaft und Kunst richtete, sowie unterschiedliche Workshop-Reihen wie zum Beispiel Artivism im Netz. In allen Formaten wurde stets aktuelle und medial präsente Fragen der digitalen Transformation wie Beautyfilter, sexistische Algorithmen oder Datenüberwachung gemeinsam erörtert und lösungsorientierte Handlungsanweisungen eruiert. Soziale Medien wurden zudem zur Unterstützung der Forschung herangezogen. Das heißt, wir haben Kommunikations- und Publikationsmittel genutzt, um aktuelle Studien und Umfragen der Digilog-ForscherInnen zu veröffentlichen und aktiv zu bewerben. In den zwei Ausstellungen der Digilog Lounge, Wem können wir vertrauen und sehen Sie uns, wurden Wissenschaftsvermittlung durch und mit Kunst in den Fokus gestellt, indem wir Kunstwerke und Exponate aus universitären und außeruniversitären Institutionen in Dialog gestellt haben. In der Digilog Lounge Nummer 1, Wem können wir vertrauen, wurde unser Wissen über digitale Technologie hinterfragt und unser fundamentales Vertrauen in die Technik erschüttert. Themen wie Eye-Tracking, Deepfakes und Phishing offenbarten unsere mangelnden Kenntnisse zu maschinellen und rechtlichen Grundlagen. In der zweiten Digilog Lounge reflektierten wir, wie wir uns ermächtigen können, aktiv über unsere Daten zu bestimmen. Unter dem Titel Sehen Sie uns erkundeten WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen, welche Handlungsoptionen sich uns bieten, wenn persönliche Daten, aber auch Informationen über unsere Umwelt, unser Zuhause oder unsere Arbeit erfasst und algorithmisch klassifiziert werden. Um auf unsere Smartgeräte nicht zu verzichten, wurden alternative Methoden des Datenschutzes und des Schutzes unserer Privatsphäre ausgestellt und hinterfragt. Abschließend möchte ich sagen, dass im direkten Austausch mit den BürgerInnen deutlich wurde, dass eine systematische politische Aufklärung, Unterstützung und Regulation des digitalen Wandels generationsübergreifend gewünscht und erwünscht ist. Eine an die Politik gerichtete Empfehlung wäre daher, fortwährende Forschung, Weiterforschung der digitalen Entwicklung zu ermöglichen und Wissensvermittlung in den Alltag der Öffentlichkeit einzubinden, um die Berührungsängste von BürgerInnen und Öffentlichkeit zu komplexen Thematiken zu erleichtern. Durch die Förderung von öffentlichen Begegnungsräumen wie Museen oder Wissenszentren und Forschungszentren können wissenschaftliche Fragen und Bedürfnisse der Öffentlichkeit aufeinandertreffen und sich gegenseitig bereichern und neue Fragen sowie Antworten debattieren. Herzlichen Dank.